Ah, da hinten. Korrekt. Oh. Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft City. Ich habe gemerkt, dass ich in Skyblock gar nicht mehr aufnehmen kann, weil durch das Löschen vom oder das Neumachen vom PC leider die Daten weg sind. Da fliegt ein Schmetterling durch. Okay. Nochmal. Auch cool. Genau, also Skyblock hat somit ein abruptes Ende gefunden. Ist nun mal jetzt so. Aber vom Rest verlaufen wir wie geplant. Wird noch Crash Landing geben. Da gibt es demnächst eine Überraschung. Nächste Woche. Ja. Und jetzt bauen wir hier mal an der Bank weiter. Der Schmetterling ist immer noch da. Wo ich den mal hauen soll. Mavia. Ah, ich spreche deinen Namen immer falsch aus. Hi. Hallihallo. Wie geht's? Wie steht's? Was geht? Gut, und selbst? Ja, inzwischen wir so ein bisschen mehr Zeit. Freut mich. Yay. Mal, ich habe noch was Schönes für dich. Was denn? Was ist das? Das ist Berlin? ein Feline-Amulett. Das sorgt dafür, dass dich keine Creeper mehr von hinten überraschen. Das ist gut. Zumindest noch in der neuen Stadt, da hatte ich ja schon den ein oder anderen Besuch von Creepern. Der fällt jetzt ab sofort weg. Die sind jetzt verängstigt. Die haben Angst vor dir und explodieren nicht mehr und laufen weg. Das ist gut. Da brauche ich ein bisschen weniger Angst zu haben. Und ich habe hier noch was Schönes. Was ist das? Was ist das? Angel Ring. Angel Ring macht Spring mal schön. Spring. Ja. Ah. Ah, das ist ganz normal so ein Ring zum Fliegen. Ganz genau. Das ist gut, dann muss ich mich nicht immer morphen. Weil es nimmt immer so viel Zeit weg. Okay. Wir haben uns hier aber eingefunden, um ein bisschen an der Bank zu arbeiten. Außerdem hast du mir gesagt, dass ich letztes Mal was übersehen habe, gell? In der Tat. Du hast dir die Bank nur von oben angeschaut. Da ist dir was Schönes entgangen. Genau, was denn? Ja, guck dich mal ein bisschen um. Hier im Labyrinth? Na, verirr dich nicht. Nein. Kalt. Ich glaube, ich krieg kalt. Wärmer. Hier ist nichts. Nein, kalt. Ja. Ah, da hinten. Korrekt. Oh. Ein Zen-Garten oder so. Ja, ein kleiner geheimer Garten. Cool. Kann man den von der anderen Seite auch sehen? Ah ja. Cool. So Den gucken entspannt. wir uns jetzt noch schnell von außen an und dann müssen wir auch mal loslegen mit dem Bauen. Aber, naja. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ja, im Grunde ist es dasselbe wie mit der Fledermaus. Aber trotzdem. Oh, wie schön. Na, da kann man sich entspannen von den vielen Bankgeschäften. Ja, genau, kann man aus dem Fenster rausgucken. Weil es ist ja ein geheimer Garten, da kann man eigentlich nicht rein. Hier gibt es keine Tür, kann man nur durchs Fenster aus beobachten. Ja, aber schön gemacht. Und was hast du da unten? Da hast du sogar eine andere Erde reingesetzt. Ja. Okay. Das ist dieses Von diesem, ja. draußen bei Mephisto vor der Tür, das Zeug. Genau. Ah ja. Okay. Sehr Und noch ein schön. paar schöne glowing Algen hier, ein paar glühende, leuchtende. Sieht nachts relativ schön aus. Ah, es wird gerade dunkel, wie passend. Ja, es passt. Das sieht gut aus. Okay. Ich werde mich jetzt ans Dach machen hier von der Bank. Und du hattest was vor? Ich kümmere mich zuerst mal hier um die Fenster, damit man auch mal rausgucken kann, damit man nur die Wand anglotzen kann. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gebaut hatte. Nach vorn? Nee, Quatsch.
Vielleicht hört ihr in meiner Aufnahme ab und zu ein Klopfen. Ich weiß nicht, was die anderen Leute hier im Haus gerade veranstalten. Aber das klopft sehr laut. Ah, jetzt habe ich es genau. Jetzt habe ich es falsch rumgebaut. Oder? Ja. Die bauen hier irgendwas, keine Ahnung. Hört sich irgendwie so an, als würden die Fliesen abklopfen oder sonst irgendwas. Ich hoffe mal, das hört man nicht zu arg. Wenn man es gar nicht hört, ist perfekt. Aber es könnte eben sein. Oh, habe ich da einen Stein mit abgebaut? So. Dann kommt hier aber schon so ein anderer hin. Ich bin jetzt ein bisschen eigentlich raus hier. Hast du Cleanstone? Ja, ein Stack. Brauchst du das? Nö. Dann würde ich mich freuen. Wenn du mehr brauchst, ich habe hinten im Lager ein Fass stehen. Ja, genau, das war nämlich, ich habe ja letzt gefragt, wer da hier die komischen Baumstämme und alles hingemacht hat. Das war Mavia. In der Tat. Ich züchte mich momentan durch sämtliche Bäume durch und das Holz stelle ich zur Verfügung, weil das so schön bunt ist. Womit machst du das? Das Züchten, oder? Ja. Das ist einfach mit Genestry. Die übliche Forestry-Variante, so wie es eigentlich gedacht ist, ist ein bisschen kompliziert. Da muss man die Bäume nebeneinander stellen. Da muss man noch einen Bienenstock unten drunter stellen, dann hoffen, dass die Bienen das ganze Kreuz befruchten, etc. Mit Genestry geht es ganz einfach. Den Sapling einfach in die Maschine, den Trait rausholen und dann auf den anderen umzüchten und schon hat man den neuen Baum. Das geht sehr fix. Ah ja, okay. Ich dachte, Genau wie das bei den Bienen auch. wär direkt so auch mit den Bienen gekoppelt. Ja, es ist ursprünglich mit den Bienen halt gekoppelt, aber mit Genestry geht das glücklicherweise unabhängig davon. Ansonsten würde ich in 10 Jahren noch züchten. Okay, gut. Also ich möchte hier die Bank so ein bisschen, habe mich vorhin mit Mavia mal abgesprochen, so ein bisschen im Style auch vom Rathaus bauen. Darum ist die Giebelseite jetzt erstmal gleich. Also auch mit so ja, Art Türmchen oben drauf. Dazu kommt halt, dass hier noch so ein kleiner Vorsprung sein wird. Also der macht das Ganze nicht gerade einfacher, aber es sieht halt dann besser aus. Oh, meine Spitzhacke ist so verdammt schnell. Einmal falsch ge ja. Einmal falsch geplatziert und dann wegmachen wollen, da ist die letzten 5 Blöcke weg. Einmal nur anhauchen die Taste. Ja. Das muss gelernt sein. Ja, dazu brauche ich noch. So, eh. Nein. Jetzt hat er mir normale Slabs genommen. Was ist denn das? Oder brauche ich doch noch Stairs? Müssen wir ganz bis hinten durchziehen. Zumindest auf der Seite können wir nicht ganz durchbauen.
Ach, schon wieder. Du kannst die Slabs, glaube ich, auch mit dem Builders Wand durchziehen. Ich meine, dass das nicht ging, aber ich kann es hier drüben mal probieren. Ich meine, das ging bloß bei ganzen Blöcken irgendwie. Nee, das geht. Ich hab's gerade probiert, es geht. Echt? Ja, aber das setzt sie falsch. Das setzt die zum Teil unten. Ah, okay. Ja. Ja, ich wusste, dass irgendein Haken dabei war. Wäre zu einfach gewesen. Aber die einzelne Alter. Reihe immerhin kann es. Aber wenn er die jetzt. Nein, die platziert er natürlich nicht mehr. Wenn er die mit einem dazwischen frei trotzdem platzieren würde, dann wäre es gut gewesen. Kommt noch eine Decke rein, nehme ich an. Ne? Ja. Auch nochmal Marble? Ja. Ja, wollen wir schon was verraten von der Überraschung? Wenn du willst, du kannst du ein bisschen anteasern. Ja, also es hat jemand sich angekündigt, der eventuell mit beim Crash Landing oder der bei Crash Landing sich dazu einloggen würde. Das heißt, aus Crash Landing würde dann kein Singleplayer Hardcore mehr werden, sondern es wird dann eben als Multiplayer laufen. Ein Together Hardcore. Genau. Ja. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, denn die letzte Reihe musste normal immer von oben setzen. Ja. Was hast du hier jetzt genommen? Wie hieß dieser komische Zauberstab? Das ist ein Portable Hole, ein tragbares Loch. Naja. Immer diese Cheater. Kannst du hier oben noch ein paar Fackeln reinsetzen? Einfach zur Sicherheit. Ja, klar. Weil auf dem Nein. Platz die Fackel müsste das eigentlich ausgleichen. Die Magnum Torch auf dem Marktplatz müsste das eigentlich ausgleichen. Ja, zumindest, dass es kein Mobspawn gibt. Aber es sollen ja die Fenster auch von hinten ein bisschen beleuchtet sein. So. Na. Ich sollte die normalen Slabs einfach fortschmeißen. Dann wäre es aber nur noch halb so lustig. Ja, ich würde mich aber auch weniger ärgern. Ach Mann. Oh, ich fliege hier rum, als wäre ich besoffen. Aber das bin ich definitiv nicht. Nicht so früh Wenn am du das Morgen. sagst. Ja, nicht so früh am Morgen. Ah Nee, ja, gut. generell eigentlich nicht. Also zur Studienzeit, da war das noch ein bisschen anders, aber seit die Arbeit läuft, Hat man ja Vorbildfunktion. ist man funkt, ja, zum einen das und zum anderen vernünftiger geworden. Gleich ist es sogar schon geschafft. Ein paar Slaps brauche ich noch.
Kriegt man durch die. Ah, okay, kriegt man auch keinen Fallschaden mehr. Das ist auch gut. Korrekt, der ist vollständig weg. Das wusste ich gerade noch nicht. So, also wir brauchen ein paar Stufen. Und ein paar Slabs. Brauchen wir auch noch. Rip. Ah, naja, zack. So, da noch. War ja klar, jetzt fehlen mir 6 Glas. Es sind immer so ganz kleine Mengen, die einem dann noch fehlen. Naja, so die letzten paar. Cleanstone hast du im Moment jetzt keinen mehr, oder? Nein, kann ich mal gerade holen gehen. Das wäre gut. Wie viel brauchst du denn? Für die Giebelseite, für die drüben, wo du gerade gearbeitet hast. Ja, ein Stack reicht, glaube ich. Sollte kein Problem darstellen. Was ich mich so ein bisschen wundere, ist, dass Mephisto nichts mehr aufnimmt. War der in letzter Zeit noch da oder hat er zu viel zu tun? Ich glaube, der lässt sich momentan vom Real Life ein bisschen zu sehr ablenken. Das ist eine gute Umschreibung. Ach, da habe ich einen Block falsch gesetzt. Haha. So, ja, das passt. Soll halt so ein bisschen das Dach hier oben, das kleine, ja, nicht alles so gerade laufen lassen, sondern auch mal ein Ja, sieht bisschen gut eine aus. Kante reinbringen. Müsste man nur hier Genau, so dafür abschließen. auf der anderen Seite auch noch gleich. Dafür brauchte ich auch noch den Cleanstone. Ja, vom Plan her wäre ja heute eigentlich Skyblock dran gewesen. Darum habe ich ja vorhin gemerkt, dass es gar nicht geht. Na, Mann, das ärgert mich so. Es wird jetzt bis Samstag, also morgen, auch nochmal eine Folge Minecraft City geben. Und ich hoffe, dass ich dann wieder einen geregelten Plan umsetzen kann. Mit Montags, Minigames, PvP. Das ja. Dienstags dann Crash Landing als Ersatz für Skyblock. Mittwochs, freitags und sonntags Minecraft City. Und samstags auch noch Skyblock. Nicht Skyblock. Ist immer das mit dem Multitasking. Das funktioniert bei mir immer noch nicht. Samstags kommen dann eben auch noch Crash Landings. Vielleicht ergibt sich da auch noch irgendwas Neues. Demnächst weiß ich noch nicht. Ich glaube, so war das.
Was eigentlich auch recht gut angekommen ist, habe ich gesehen bei den Videos, war das Tutorial. Also wenn ihr davon mehr haben wollt, das Tutorial zum Ender.io und MIO-Port, glaube ich, hieß das. Ja. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt, also die Zuschauer, du vielleicht auch, ich weiß nicht, aber du kennst dich ja eigentlich relativ gut aus mit so Zeug. Ja. Dann lasst es einfach mal in den Kommentaren da, dann gucke ich danach. So. Und da hinten fehlt noch ein bisschen Glas. An Was wo? der linken Seite. Ja, vier Augen sehen mehr wie zwei. Okay. Und an der Rückwand. Ja, könnte man dann auch vielleicht noch ein paar Fenster einsetzen. Damit die Außer im Leute auf den großen Berg gucken Ganzen. können. Damit die Leute auf den Berg gucken können. Genau. Im großen Ganzen sieht es ja ganz gut aus, finde ich. Ja, sieht schön aus. Was jetzt eben noch verändert wird, ist, dass die Bank eine Struktur wie die Bibliothek bekommen wird. Also es wird oldschool. Fachwerkmäßig noch umgebaut. Das werde ich jetzt dann in der nächsten Folge machen, weil die heutige Folge ist schon vorbei. Geht immer ruckzuck. Wow. Ich bedanke mich für die Hilfe von Mavia. Sicher, gerne wieder. Und unten fehlen auch noch Fenster. Ach hier, ah, meine Güte. Die oberen hast du ja Habe ich da gemacht, meinen die drei. Kopf? Ja. Wo Ja, habe ich nur meinen Kopf? die Fenster unten sind auch cool, weil die sehen so ein bisschen aus wie Gitter. Ja, eben. Also, sie sehen ein bisschen so Ist eine aus, als Bank. wäre das Sicherheitsglas. Ich meine, man könnte noch Aaron Bars vormachen, aber Ja, die stehen dann immer so komisch ab. ja, eben. Okay, ja, somit sind wir eigentlich durch für heute. Ja, man muss ein bisschen zurückgehen, dass man das Dach richtig sieht. Aber ja, wenn man ein bisschen dran arbeitet, dann geht es hier ruckzuck. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich bei Mavia für den Angel Ring und dieses komische Feline. Pfeil-Amulett oder so. Feline Amulet, ja. Das Genau. Katzenamulett. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye.